Herzlich willkommen zu Folge 7 unserer Wissensreihe Grundlagen der Elektrostatik. Mit dieser Wissensreihe möchten wir unser Know-how über Elektrostatik mit euch teilen, um elektrostatische Anwendungen sicherer zu machen. Ja, wie ihr am Intro schon bemerkt habt, haben wir heute die Rollen getauscht. Weil, Micha, im letzten Video haben wir die Plattenelektroden gehabt, wo die Kugel hin und her gesprungen ist und wo wir simuliert haben, was beim Beflocken auch passiert. Und haben schon angekündigt, dass wir heute mal praktisch was machen, und zwar so richtig praktisch, eine Anwendung aus der Industrie. Und Flock ist ja dein Spezialgebiet, deswegen übergebe ich jetzt an dich. Ja, vielen Dank, Olaf. Bisschen was zur Theorie, wie gesagt, haben wir gehört. Heute wollen wir euch mal zeigen, was man wirklich mit Elektrostatik machen kann, was in der Industrie auch schon seit vielen, vielen Jahren gemacht wird und immer noch großen Anklang findet. Dazu habe ich was vorbereitet. Das hole ich jetzt mal kurz. Wie versprochen habe ich was vorbereitet, und zwar, ich hoffe, man kann es sehen in der Kamera, das ist ein Flaschenöffner. Den Flaschenöffner habe ich mit Klebstoff bestrichen, das ist spezieller Klebstoff, um da eine gute Haftung der Flockfaser zu bekommen. Die Flockfasern, die sind aus Polyamid. In dem Fall haben wir schwarze Flockfasern der Firma Velotex aus Polyamid, 3,3 D-Tex, 1 mm lang. 3,3 D-Tex beschreibt den Titer bzw. die Dicke der Faser. Das heißt, 10 Kilometer dieser Faser wiegen 3,3 Gramm, also wirklich extrem leicht. So, ich werde jetzt den Flaschenöffner hier reinhalten. Das Ganze geht so vonstatten, der Flock liegt unten. Das Gitter ist, wie gesagt, die Elektrode. Ich lege Hochspannung an und dadurch wird der Flock vom Boden aufgewirbelt, geht durch die Elektrode und bleibt am Klebstoff haften. Wenn er nicht haften bleiben würde, würde er einfach im elektrischen Feld immer wieder hin und her springen, und durch den Klebstoff bleibt er ausgerichtet in diesem Klebstoff stecken. Und was wir jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen, ist der Umgriff. Das heißt, wenn du am Anfang mal noch nicht drehst, müssten wir sehen, wie wir auch Flock auf die Rückseite bekommen, obwohl eigentlich das Feld von oben kommt. Genau, von unten kommt. Das hattest du schon mal erklärt in einem anderen Video. So, dann würde ich sagen, ich starte mal und ihr schaut mal zu, was jetzt passiert. Ich drehe es jetzt trotzdem mal. Wir haben ja gesehen, dass der Flock schon überall ist. Das Gute daran ist, man kann nicht überflocken. Wenn der Klebstoff voll ist, dann ist er voll. Das heißt auch, wir haben hier, wie man jetzt gleich sieht, wenn die Wolke weg ist, noch überschüssigen Flock liegen. Der wird dann nachher abgereinigt. Man kann das jetzt so ein bisschen abklopfen schon mal. Ich zeige es mal in die Kamera. Man sieht, wir haben den Flock überall da, wo Klebstoff war. Und der Rest, den ihr noch so seht auf dem Holz, der wird nachher noch abgereinigt. Jetzt muss das Ganze getrocknet werden, um die vollständige Bindung im Klebstoff zu erhalten. Dazu übergebe ich an Olaf, weil der hat nämlich bei sich einen kleinen Ofen. Da hängen wir das Ganze rein. Und nach ein paar Stunden ist es komplett trocken und auch benutzbar. So, einmal rein. Ofen zu. Ja. Und das ist Beflocken, so im einfachsten Falle jetzt mal, um zu zeigen, wie es funktioniert. Gut, ich hoffe, es war wieder lehrreich und hat Spaß gemacht. Beflocken übrigens wirklich eine super Oberfläche, gerade auch so 3D gedruckte Teile machen wir ja viel. Auch intern beflockt dann, weil es eine tolle Oberfläche gibt, fühlt sich gut an, sieht gut aus. Also sollte jeder mal erleben, erfühlen. Und im nächsten Video, da geht es jetzt wieder richtig zur Sache, und zwar machen wir da eine kleine Explosion. Da haben wir so eine Knallröhre, und da zeigen wir mal, wie wenig Elektrostatik man eigentlich braucht, in einem, zum Beispiel in einem Chemiebereich, wo explosionsfähige Atmosphäre ist, um eine Zündung herbeizurufen. Deswegen, stay tuned, lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns auf die nächste Folge.